Krieg schafft keinen Frieden, Lagebestimmung und linke Strategien gegen Krieg und Terror. Das ist der Titel der heutigen Abendveranstaltung. Und bevor ich gleich noch einige Worte zum Ablauf sage, möchte ich erstmal ganz, ganz herzlich unser tolles Podium hier begrüßen. Herzlich willkommen, Firoze Manji aus Nairobi, aus Kenia. Kate Hudson. Kate Hudson, gerade angekommen aus Großbritannien. Volker Lösch. Ich sage gleich noch mehr. Und Jan van Aken, der kriegt auch noch einen Applaus. So. So sind wir ja nicht. Wir beginnen jetzt gleich mit unserer Veranstaltung. Und ja, ich werde auch noch zu allen ein paar Takte sagen. Ich möchte bloß, dass alle hier im Raum wissen, was sie jetzt erwartet und wie der Abend dann auch weitergeht. Wir haben also gleich eine Beiträge unserer Referentinnen und Referenten hier oben vom Podium, vielleicht sogar noch eine kleine Runde auf dem Podium für maximal eine Stunde. Wir wollen dann aber in einem zweiten Schritt die Debatte eröffnen und werden für ungefähr eine halbe Stunde Fragen, Beiträge sammeln und hier diskutieren und dann am Schluss den Referentinnen und Referenten selbstverständlich noch die Möglichkeit geben, auf Fragen, aber auf Beiträge oder Beiträge auch einzugehen. Wir sind dann ungefähr um 20.30 Uhr hier fertig, aber wir sind noch nicht fertig mit dem Abend, weil danach wird das kulturelle Abendprogramm weitergehen. Kunst in Zeiten des Ausnahmezustandes drüben im Salon. Also alle, die jetzt nicht schon eine feste Verabredung für heute Abend haben, sollen doch bitte gerne dort kommen und das vielfältige und spannende Kulturprogramm sich zu Gemüte führen. Vielleicht noch ein paar technische Sachen vorneweg. Wir werden von den vier Beiträgen, zwei werden auf Englisch, zwei auf Deutsch gehalten. Das heißt, wer nicht ganz hundertprozentig sattelfest in der einen oder anderen Sprache ist, soll sich bitte einen Kopfhörer holen. Es wird in beide Richtungen also übersetzt. Und wenn nachher Fragen oder Beiträge gehalten werden, dann wäre es toll, wenn ihr und sie nach vorne kommen. Wir haben nämlich hier eine Kamera laufen, weil wir gleichzeitig auf Livestream zu sehen sind. Also alle, die wollen, dass ihre Frage nicht nur die Ohren der Anwesenden hier ereilt und die Augen, sondern auch die des Publikums draußen, der oder die möchte doch bitte nach vorne kommen. Wer nicht gesehen werden möchte, kann hinten bleiben. So, nun zu der Vorstellung unserer Referentinnen und Referenten. Sind ja einige noch reingekommen. Ich sage kurz noch was zu meiner Person. Mein Name ist Christine Buchholz. Ich bin Mitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung und des Geschäftsführenden Parteivorstands der Linken. Ich stelle jetzt unsere Referentin vor und beginne mit Kate Hudson, die auch gleich als Erste sprechen wird. Ich kenne Kate seit bestimmt 15 Jahren, nämlich seit Beginn des Kriegs gegen den Terror. Sie ist nämlich eine sehr langjährige Aktivistin in der Friedensbewegung, war lange im Vorstand oder ist immer noch im Vorstand der Stop the War Coalition in Großbritannien, war aktiv als Vorsitzende der Campaign for Nuclear Disarmament und ist Vorsitzende der Left Unity Party in Großbritannien. Eine der vielen Engagements von Kate war es, die europäische Vernetzung im Kampf gegen Krieg voranzutreiben. Und von daher freue ich mich ganz besonders, dass sie hier heute ist und unser Podium eröffnet. Is that on? Yeah. Thanks very much, Christina, for those kind introductory words. And you remind me how long we have been collectively fighting this war on terror, as it was originally called. I very much value the opportunity to be part of this discussion this evening. In Britain,
We value European cooperation, international cooperation, and above all, we value the opportunity to strategize together, because we are very much of the view, as I'm sure you are, that these are not issues that we can deal with on a national basis. These have to be dealt with on an international basis. So first of all, we all share the view, I'm sure, that the balance of the war on terror is a catastrophic balance. It's a disaster not only for the region, which mostly suffers as a result, but it's a disaster internationally as well. We've seen vast numbers of people killed, mutilated, injured. We've seen the most extraordinarily large displacement of people through the humanitarian crisis, the refugee crisis, which is unfolding with terrible human consequences. We've seen the infrastructure of many countries destroyed, giving rise to health problems and environmental problems, as well as social and economic problems. We've seen the problems of terrorism generated where previously they did not exist. And we've seen functioning states converted into failed states. Yet those failed policies of my own government and other Western state governments, the policies which have produced that catastrophe, they continue to persist with them. So no lessons have been drawn on the part of our ruling classes for the catastrophe that they have created. But we as a movement internationally continue to fight against that war on terror. How do we challenge it collectively? How do we challenge it in Britain? And what kind of context, political context, are we operating in Britain as we seek to fight as a movement against this continuing war? Well, first of all, to say that in Britain, the majority of the population has always been against Britain's role in this so-called war. The majority has always been against Britain's interventionist wars, even though every single government that we've had this century since 2001, when this began, every government has been in favour of this war and has perpetuated it and continued with more interventions. So that's the kind of division that we have. We as a movement have the majority of the population on our side and some numbers of the establishment on our side. But that divide continues, that contradiction, which is essentially a struggle over what kind of country Britain is and what kind of country it should be. And that is really what is up for debate and currently contested in the new political situation we find ourselves in Britain. Are we the what Tony Blair called a war-fighting nation? He said, Britain must be a war-fighting nation. We have to pay the blood price, he said, as he sent young men off to be killed and kill. Are we that kind of nation? Our government loves to say, Britain punches above its weight. You know, that's a good thing. That comes from having nuclear weapons and going to war. Are we that kind of country, or are we the country which expresses the majority values, which are values of democracy, justice, mutual respect, non-interventionism, in other words, the values of the trade union movement and the peace movement in Britain, which are shared by the majority. So that's the debate and that's the struggle. Do we go along with the government's, the ruling class's, imperialist perception of how Britain should be, that they want to continue to play that role in the world, which in actual fact they've more or less lost 50-odd years ago, or do we want to change to being a different type of country? Talking just a little bit about the kind of strategies that we as a movement pursue, and looking back on what was probably the most, in some ways, the most successful moment of our mobilisation, our anti-war mobilisation in Britain, that's to say
2003. I'd just like to say a little bit about the principles and strategy which we had then, which are essentially the same kind of principles and basic strategy that we continue with today. And I'd like to learn more about your approach this evening to inform our thinking going forward. First of all, absolutely uncompromising opposition to war and intervention. Over the last 5 years or so, I would say, there have been some kind of discussions and so on, I mean, particularly around the war on Syria, whether there were some in the, around the fringes of the movement arguing that maybe we should do some kind of bombing and support some kind of bombing. We absolutely rejected that, so uncompromising opposition to war and intervention. Secondly, unity. Both in terms of the message, so in 2003 we had the unity of the movement around the simple message, don't attack Iraq. We avoided all kinds of sub-themes about whether we should have opinions about Saddam Hussein or any other kind of thing. We just stuck with that single message. And also related to that, unity of the movement. Because we had a very simple and clear, uncompromising message, we were able to build a very, very broad alliance across society. And Christina may remember this from the time, but we built what we called a triple alliance in the peace and anti-war movement, which was the organized left, which built the Stop the War Coalition, the traditional peace movement, CND, and new for us, or in terms of British politics, we also worked with the Muslim community against the war also. So those three kind of component parts had very deep roots within society and also very broad reach within society. And it was through that unity and the diversity of the movement that we were able to move forward. We were also absolutely firm on interrelated issues like the opposition to racism and Islamophobia, understanding them as establishment government ruling class ways of dividing and trying to bring down the movement. So we made no concessions then or now to the blame game, the divide and rule approach. And fifthly, international cooperation. That was our a key principle and commitment then. And again, it's a key principle and commitment now. So that remains the current situation. That level of public sentiment remains overwhelmingly against Britain's kind of interventionist role. It was that public sentiment and government concern about that which prevented Britain initially, the British Parliament initially supporting the war on Syria. Subsequently, that was reversed last autumn, but that was an initial victory. And currently, that same sentiment is expressed through huge mobilisation against Britain's nuclear weapons system. There's going to be a vote this year on whether our nuclear weapons should be replaced. A couple of weekends ago, we had a massive demonstration in London, tens of thousands of people there opposing that. So again, a huge mobilisation, because the majority of the population opposes British nuclear weapons, and the government wants to railroad that through. Finally, there is one particular very significant development that has taken place in British politics. You may have heard that the Labour Party, the sister party of your SPD, has elected a left-wing leader, probably more or less the first time. Well, no, not the first time ever, but first time for a long time, and probably the most left-wing. So that raises a question. Many people say, well, what is that going to mean, not only for the left in Britain, obviously, but more importantly, for Britain's policy and Britain's role in the world, and how is that going to be taken forward? Well, you're probably also aware that this is a very difficult situation, and it came about because the Labour Party had changed
its method of electing its leader. Previously, there was a kind of all kinds of complex college of votes and all that kind of thing, where the former leader decided that the trade unions actually had too much control in this, so they were going to change to one member, one vote, because they thought that would kind of knock out the left. That was an error, because in creating the one member, one vote thing, once Jeremy Corbyn had enough nominations to be on the ballot paper, there was a huge surge of people joining the Labour Party and signing up as supporters of the Labour Party in order to vote for him. So he was elected not by the kind of existing Labour Party or pre-existing Labour Party, but by this kind of mass movement of the left and progressive forces outside the Labour Party. So you can imagine the difficulty and the tension there. So Jeremy won the leadership on the basis of his anti-war policies, his anti-nuclear weapons policies, and his anti-austerity policies, you know, things that we would all share. But of course, that is not the view of the majority of Labour members of Parliament. It's not the view of the Labour apparatus or the establishment within the Labour Party. So you're probably aware there's a kind of huge fight going on. And it's difficult for Jeremy to win things. And it's also not in his political makeup to try and force things on people either. He doesn't want to be, I am the leader, do what I say. He wants to win people, you know, and that means a long and open process where you don't know how it's going to turn out. So it's a hard fight and a major struggle. In evaluating how that might turn out, well, if Jeremy is able to achieve a bit of a leftward shift in the Labour Party, that will be a great victory. No one thinks that he's going to turn it into a party of the radical left that we would like to see, because the forces are too great against him. But it's a very significant development, and it's possible that policies will change. From the point of view of the anti-war or anti-nuclear work, the Labour Party is currently undergoing a defence policy review, which is open not only to all Labour Party members to participate in, but all members to, or everybody, you know, everyone in Britain, maybe even in Germany, actually, can go on the website and express a view about this. So that's very, very important. So to conclude, the Jeremy Corbyn leadership presents the opportunity to not only move the policies of the Labour Party, but also to move politics in Britain. Huge numbers of people, particularly young people who've been alienated and never involved in politics, are now involved because now they think it can make a difference. So on the left, all of us, whether we're in the Labour Party or not, we fight to support his policies both inside and outside the Labour Party. Very difficult because it is a big challenge to the dominant values in society. It's a challenge to capitalism. It's a challenge to British imperialism. So it's very difficult. But we will work together, not only in Britain, wherever we are on the left, but also hope to work internationally and across Europe to resolve these issues too. Thank you. Yeah, thank you, Kate. Vielen Dank. Als nächstes haben wir Volker Lösch für uns. Volker Lösch, Theaterregisseur, einer von denen, die die Auseinandersetzung mit sozialen Fragen und gesellschaftlichen Konflikten und seinem künstlerischen Wirken eng verknüpft. Ich habe das schöne Zitat gefunden: Kunst ohne Anbindung an das Draußen, an die Zeit, in der ich lebe, finde ich sinnlos. Sie können hier sitzen bleiben. Wie Sie vielleicht noch einen Punkt. Sie haben in der Schaubühne, glaube ich, war das Stück Draußen vor der Tür inszeniert, also die Geschichte von Beckmann, einem jungen Heimkehrer aus dem Krieg gegen Russland, den seine Kriegserfahrungen verfolgen in den Schlaf und der in eine Gesellschaft zurückkommt, die nicht in der Lage ist, ihn und seine Sorgen aufzunehmen, die Gesellschaft, die ihn in den Krieg geschickt hat. Und das ist auch meine Frage an Sie. Was sind die Folgen des Krieges
für die Gesellschaft. Volker Lösch, ich bin sehr froh, dass Sie da sind und unsere Veranstaltung hier heute bereichern. Sie haben das Wort. Ja, ich würde gerne... Jetzt ist an. Ja, etwas über die Erfahrungen erzählen, die ich im Umgang mit Projekten gemacht habe oder im Umfeld von Projekten gemacht habe, die sich mit dem Thema Krieg beschäftigen. Zunächst mal, was dem zugrunde liegt und was etwas ist, was, glaube ich, auch für uns alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, sehr wichtig ist. Warum ist es den meisten egal, ob Deutschland in Syrien mitwirkt, an dem Krieg in Syrien mitwirkt? Warum gibt es nicht, wie Kate Hudson eben erzählt hat, irgendeine relevante Bewegung in Deutschland gegen diesen Krieg? Warum treibt es nicht viele Menschen auf die Straße, die dagegen protestieren möchten? Warum ist es so vielen egal? Und ich glaube, es liegt daran, dass... kommt zumindest aus den Gesprächen raus, die wir immer wieder führen, dass die meisten Menschen Krieg als etwas dem Leben Zugehöriges erfahren oder beschreiben. Sie sagen, das ist was Archaisches, das gehört dazu, fast so wie ein Naturereignis. Und wenn man es denn mal eine Zeit lang verhindern kann, dann ist das gut für eine Gesellschaft. Aber ansonsten gehört das zum Menschsein quasi dazu. Und wie soll man eine starke Bewegung gegen den Krieg schaffen, wenn es dieses Bewusstsein gar nicht gibt, dass Gründe und Folgen von Kriegen bestialisch sind und dass sie letztlich in alle gesellschaftlichen Bereiche hineindrängen, hineinragen. Das heißt, wir versuchen immer über Erzählungen von Menschen, die was mit Krieg zu tun haben, zu erreichen, dass man einen Ausdruck dafür gewinnen kann, was denn der Krieg mit den beteiligten Menschen macht. Also mit denen, die ihn erleiden und vor allen Dingen aber mit denen, die diese Kriege führen. Und es sind immerhin Tausende von Deutschen, die aus Kriegen zurückgekommen sind in den letzten Jahren. Davon weiß man fast nichts. Es ist ein ziemliches Tabu, finde ich, sogar darüber zu reden. Und wir haben bei dem Stück draußen vor der Tür von Borchert haben wir versucht, eben diese Materialien, die uns Borchert da zur Verfügung stellt, mit anderen Materialien zu ergänzen. Vielleicht ganz kurz was zu dem Stück noch draußen vor der Tür. Es ist das meistgespielte Stück seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, wird ja heute immer noch gespielt, haben wahrscheinlich auch die meisten von euch gesehen, dieses Stück. Der große Erfolg dieses Stückes ist der, dass in diesem Stück eigentlich erzählt wird, dass alle Deutschen, ich verkürze es mal jetzt wegen der wenigen Zeit, alle Deutschen, die im Zweiten Weltkrieg waren, kämpfend als auch nicht kämpfend, eigentlich Opfer waren. Beckmann ist derjenige, der seine Verantwortung zurückgeben möchte, und zwar an die, die ihn in den Krieg geschickt haben. Er ist verantwortlich für den Tod von einigen Menschen und hat eine große Szene mit einem Offizier, wo er seine Verantwortung zurückgeben möchte, und er möchte stellvertretend für eben alle anderen Deutschen auch sagen, wir sind nicht dran schuld gewesen, das war der Hitler, das waren die Offiziere, das war irgendein großes Unheil, welches über Deutschland kam, da haben wir nichts mit zu tun, und jetzt geht's vorwärts. Also das war eigentlich das Stück, was im Nachkriegsdeutschland die Deutschen, deswegen wurde es auch massenhaft besucht, entlastet hat von all dem, was vorher war. Und es ist, wenn man es heute noch so spielt, wie es da steht, natürlich nicht möglich, das zu machen, obwohl es immer noch passiert, aber es ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, so ein Stück so darzustellen. Wir haben es ergänzt mit dem 2011 erschienenen Buch von unter anderem Harald Welzer, dem Soziologen, Soldaten, Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben. Und das ist ein Buch, welches eine komplett neue Mentalitätsgeschichte des Zweiten Weltkriegs entwirft. Ein Buch, welches den Mythos von der sauberen Wehrmacht endgültig begräbt und welches darauf basiert, dass deutsche Kriegsgefangene in eigens dafür eingerichteten Lagern heimlich abgehört wurden, und zwar den gesamten Zweiten Weltkrieg über. Und diese Ergebnisse dieser Abhöraktionen beweisen nun eindeutig, dass der Krieg, den Nazi-Deutschland geführt hat, ein Vernichtungskrieg war, ein ganz eindeutiger Vernichtungskrieg. Und was das Interessante daran ist, dass diese Geschichten vom Erschießen, Vergewaltigen, Rauben, die da beschrieben werden, eigentlich immer die Gespräche, die zwischen den Soldaten verlaufen, eigentlich immer harmonisch verlaufen. Die Soldaten verstehen sich, und dass man von diesen, und das ist der Schlüssel dieses Buches, von diesen Gesprächen im Zweiten Weltkrieg eigentlich auf jeden anderen Krieg schließen kann. Es sind Modellgespräche, Modelle für das Verhalten von Menschen in Extremsituationen im Krieg.
Und wenn man das heute beschreiben würde, würde man sagen, Beckmann ist jemand, der einem posttraumatischen Belastungssyndrom unterliegt, jemand, der sich nicht mehr im Griff hat, jemand, der nicht mehr bei sich zu Hause ist. Die Symptome in Stichworten, die wir untersucht haben, Rückzug und Isolation, zielgelose, ungerechtfertigte Wut in der Familie, sexuelle Dysfunktionalität, Unfähigkeit zur Intimität, somatische Störungen, Verlust der Fähigkeit, Freude zu empfinden, Schlaflosigkeit, Depressionen, hyperaktive Schreckreaktionen, das Gefühl, die Toten seien wirklicher als die Lebenden, traumatische Träume und nochmaliges Durchleben von Kampfsituationen, ein paar wenige Aspekte von Traumatisierung durch Krieg. Beckmann ist insofern ein Prachtexemplar. Und interessant ist, wenn man denn eben mit deutschen Soldaten redet, die aus dem Afghanistan-Krieg zurückkommen, das ist sehr schwierig gewesen, an die ranzukommen. Ich habe in Berlin sogar einen auf die Bühne bekommen, der irgendwann mal verschwunden war, weil er selber nicht ausgehalten hat, darüber zu sprechen. Ich lese mal ein paar Beispiele vor von dem, was diese Soldaten gesagt haben. Zum Beispiel hat einer gesagt, in Deutschland erfährt man nur ungefähr 10% von dem, was in Afghanistan wirklich los ist, dass es am 15. April 2012 einen Angriff auf das Feldlager in Kabul gab und wir 9 Stunden lang im Feuergefecht hatten. Davon weiß hier niemand was. Ich war Leiter der Operationszentrale und für 130 Leute verantwortlich, oder dass es im Juli 2012 eine Explosion des Tanklagers neben dem Feldlager gab. Darüber gibt es nicht eine Meldung. Oder in Afghanistan sind Kinder nicht so viel wert. Sie schubsen eins ihrer Kinder vor die Fahrzeuge und bekommen 5.000 Euro Schadensersatz dafür. Wenn die ein Kind opfern, können alle anderen ein Jahr davon leben. Als Europäer kommst du damit nicht klar. Aber das ist die Realität in Afghanistan. Eine zweite Arbeit, die wir zu dem Thema gemacht haben, die Ilias von Homer am Staatstheater Stuttgart. Die Ilias ist eine von um 660 vor unserer Zeit entstandene eigenständige Ausarbeitung eines auf Zypern kursierenden Sagenstoffes. Man kann also sagen, es ist einer der zentralen Texte unserer Zivilisation. Der Fokus liegt auf 4 Kampftagen, das ist die Handlung. Interessant an der Ilias ist, dass eigentlich beschrieben wird, dass Krieg und Glück eine sinnvolle Konstellation bilden. Also in einem der ältesten Stücke unserer Kultur wird Krieg und Glück als sinnvoll beschrieben. Und wir haben das mit Interviews von Bundeswehrsoldaten gegengeschnitten, auch da versucht, mit denen zu arbeiten auf der Bühne, was auch nicht möglich war. Wir haben mit Menschen gesprochen, die bei dem ersten Bombenattentat auf das deutsche Feldlager verletzt wurden. Einer, dessen Freund neben ihm in die Luft gesprengt wurde, der nach 10 Jahren danach noch davon erzählt hat, dass er Blut schmeckt, dass er nur mit uns reden kann unter Einnahme von Mitteln. Also einer, der eigentlich eine Zeitbombe ist, wahrscheinlich immer noch ist. Und wir haben dann Abstand davon genommen, mit denen auf der Bühne zu arbeiten, haben die Interviews aber verwandt. Vielleicht auch da 2 kleine Auszüge. Ein Soldat sagte uns, ihr werdet nie lesen, was da unten wirklich passiert. Glaubt ihr, ich würde euch jetzt hier erzählen, dass ich in Afghanistan jeden Tag so und so viele Leute umgelegt habe? Ich habe es dann sofort mit dem Staatsanwalt zu tun, typisch deutsch. Oder ein anderer sagt, ein Wehrpflichtiger, der top ausgebildet ist, der tötet dann auch einen Menschen. Ich kenne keinen, der nie einen scharfen Schuss gegen eine Person abgefeuert hat. Es gibt ja diese Tickzettel, da muss jeder Soldat aufschreiben, was passierte, wenn er in ein Gefecht kam, möglichst mit Zeit und Uhrzeit, typisch Bundeswehr. Da steht dann auch drauf, wenn er einen umgelegt hat. Es gibt eigentlich keine Patrouille, die zurückkommt, ohne dass ein Soldat 4, 5 Zettel in der Tasche hat. Ich schaue, dass meine Soldaten und ich heil rauskommen aus dem ganzen Scheiß und ob von den Zivilen einer eine Kalaschnikow unter seinem Kaftan hat oder nicht, das ist mir scheißegal. Ein anderer hat gesagt, wenn man ins Lager zurückkommt, dann fängt das große Zittern an. Man schießt sich auf gut Deutsch nachträglich nochmal in, man scheißt sich auf gut Deutsch nachträglich nochmal in die Hose. Wo man es sieht, man hat ja helle Uniformen an. Man fängt zu flennen an und dann braucht man eine Weile, bis man auch schlafen kann. Und dann muss man ja meistens mitten in der Nacht schon wieder los. Manche rennen auch ständig aufs Klo, aber in dem Moment, in dem man in dem Fahrzeug sitzt und rausfährt, ist die Angst weg. Wenn man da Angst hätte, wird man unvorsichtig. Und das heißt, entweder man selbst oder die Truppe ist tot. Und so weiter. Also ich habe massenweise Material von diesen Soldaten. Gibt andere Stücke noch, die ich zu dem Thema gemacht habe. Sarah Kane am Theater Bonn zerbombt. Das war zum Einmarsch der Amerikaner im Irak. Auch da war klar, der Krieg bricht durch die Wand, durch in die Zivilisation rein. Ein Modell von Sarah Kane, in dem sie versucht, den Krieg zu beschreiben. Sarah Kane lebt leider nicht mehr, hat aber diese extremen Sachen so beschrieben. Ich habe in Südamerika mit Folteropfern gearbeitet aus dem Bürgerkrieg damals. Habe es da ganz unmittelbar erlebt, was es mit Menschen macht, mit einer
gesamten Gesellschaft, kann man da sagen, die zum ersten Mal diese Berichte von Menschen, die beschreiben, was mit ihnen geschehen ist im Krieg, während der Folter, was das mit einem Theater machen kann, was es mit einer Stadt machen kann, mit einer Öffentlichkeit, die das Tabu durchbricht, über diese Sachen zu reden. Weil man nämlich im Kleinen, wenn man im Kleinen beschreibt, was Krieg anrichtet, kann man sehr stark auf die Strukturen gehen und die Strukturen beschreiben, die Krieg im Großen ausmachen. Und das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Ich glaube, dass wir uns in unseren Aktivitäten, die sich gegen den Krieg einsetzen und engagieren, sehr stark darauf beschränken müssen, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, ihnen eine Öffentlichkeit geben, ihnen eine Plattform geben, auch mit den Organisationen, die es inzwischen gibt, zusammenzuarbeiten. Denn anhand der Beschreibung des Konkreten kriegt man Bilder davon, was ein Krieg sein kann. Und wenn das erstmal in breiten Bevölkerungskreisen überhaupt angekommen ist, was es bedeutet, im Krieg zu sein und was es bedeutet, was es mit Menschen macht, wie eine gesamte Gesellschaft verrohen kann aufgrund von Soldaten, die zurückkommen, dann kann man über das Strukturelle reden und über die größeren Sachen berichten. Und vielleicht zum Abschluss noch ein Zitat von diesem Bundeswehrsoldaten, der vergeblich gegen seine eigene Bundeswehr kämpft, da sie ihm nicht die Kosten der Traumabehandlung bezahlen möchte. Er sagte mir, es laufen Zeitbomben in Deutschland rum. Es sind Tausende zurückgekommen, die schwer gestört sind, die Behandlung nicht bekommen, die sie haben wollen. Und irgendwann wird eine dieser Zeitbomben hochgehen. Das ist eine Frage der Zeit, wie er das formuliert hat. Und ich denke, das ist eine der Möglichkeiten, die wir haben, einfach uns mehr um diese Geschichten kümmern, um diese Menschen kümmern und anhand dieser Geschichten ein Gegenbild zum Krieg entwerfen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Volker Rösch. Firoz Manji ist der Nächste in der Reihe. Firoz aus Kenia, ehemaliger Afrika-Direktor von Amnesty International und ehemaliger Chefredakteur und Herausgeber des Online-Magazins Pambazuka News. Firoz ist Autor, schreibt viele Bücher, das kann er gleich selbst nochmal sagen. Und für uns hat er hier heute eine ganz besonders wichtige Rolle, weil eins, was die Debatte in Deutschland über die internationale Lage, aber auch speziell die Situation in Afrika prägt, ist ein unglaublicher Eurozentrismus. Das Bild vom afrikanischen Kontinent ist Stereotyp. Und wir wollen heute von dir wissen, Firoz, was ist die Triebkraft hinter den bewaffneten Konflikten, die wir aus europäischer Sicht auf dem afrikanischen Kontinent sehen? Was ist die Triebkraft hinter Phänomenen wie Boko Haram? Und was sind die Antworten der Bewegungen und Linken auf dem afrikanischen Kontinent? Du hast das Wort. Good evening. Can you hear me? Yeah. Ah, good. First of all, I'd just like to pay tribute to, is it Katja? Who I thought made an absolutely brilliant presentation and allows me not to repeat a lot of issues. I was talking to somebody the other day, saying, we've got Bernie Sanders in the U.S. and Jeremy Corbyn in the U.K. Who have you got in Germany? Now I know. But you know how it is, Katja. Whenever anyone says something nice about you, they're about to say something else. Yeah. Now I want to take up the issue that you raised. First of all, in terms of the title of this talk, the failure of the war on terror. Several speakers have already said what a disaster it has been. But from whose point of view? Okay. From the point of view of capital as it is today,
I would argue that actually it has been enormously successful. Katja, you spoke of fundamentalists, the religious fundamentalists, these fundamentalist organizations which have arisen, ISIS and so on. But there is another more powerful fundamentalist group. These are the market fundamentalists, the proponents of neoliberalism. It is they, it is that fundamentalism which is causing such havoc and killings and torture across the world, not least on the African continent. And I think we have to call them fundamentalists in the same category as ISIS. I would say that we need to talk about state terrorism, including Germany's state terrorism, as being equivalent, if not worse, than the fundamentalist groups that they inspire. Indeed, what their actions have done is actually to create these groups, ISIS, all these other fundamentalist groups, including the Wahhabi regimes in Saudi Arabia and so on, are a product of modern-day capitalism. I wish we could turn the clock back. I don't think we can have capitalism without its current form of neoliberalism. That poses some really interesting challenges. So, I mean, my argument is that the war on terror is a modern justification for imperial expansion. And that racism itself is a domestic manifestation of imperialism. Let's just look back. To enslave Africans required defining them as non-humans. It was a dehumanization of Africans. They were seen as chattel. Their enslavement, punishment, killing, exploitation could be justified because they were not human. They had been dehumanized. The slave revolts, the revolutions, for example, in Haiti, were dealt with through criminalization of dissent, protest, and revolt. It was criminal to fight against slavery. In the colonial enterprise, it's also required a dehumanization of Africans just to justify genocide, as in with the Herero in Namibia, the mass killings, subjugation, imprisonment, torture, exploitation, oppression. The native was defined as being ignorant, primitive, unchristian, uncivilized, childlike, and less than human, where white men were seen as the essence of human beings. This is a universalization of the Western perspective about themselves. Again, criminalization of protests, dissent, and so on justified the formation of concentration camps, of tortures, of use of napalm, of mass killings. Words like niggers, chicks, gooks, apes, chinks, coolie, gollywog, kaffir, these were the vocabulary of colonial language. And we shouldn't forget that Nelson Mandela, who everyone so celebrates today, was defined by the very same people as a terrorist. Indeed, I think somebody said it was until 2008 that he was removed from the terrorist list. In the aftermath of direct colonial rule, people were again treated as dehumanized. They were considered chaotic, not ordered, traditional, not modern, tribal, not democratic, corrupt, not honest, underdeveloped, not developed, irrational, not rational, lacking in all those things that the West presumes itself to be. White Westerners and NGOs are still today represented as the bearers of civilization,
the brokers and arbiters of development, while black post-colonial others are still seen at best as developing, at worst as uncivilized and unenlightened, capable of inhuman barbarity and depravity, and destined to be the objects of the development enterprise for their own good. And in modern day era of imperial globalization, again, I would argue that the dehumanization, it was absolutely necessary if there was to be an expansion of capital in a situation where the current rate of profit in the productive sector had completely declined. Just as in the 1800s, they had to go into a massive expansion of empire, so I would argue today is it the same thing is required. And it's about creating the conditions for the transnational corporations to plunder and loot. People only talk about the involvement of the state, but if you look today, militarization is not simply a state enterprise. It is also a private enterprise. One looks at what is happening in Iraq, you have private companies who are running the so-called security apparatus. There is a lot of money to be made in that field. So I would argue that the use of the word terrorist is a form of not only describing these fundamentalists who use violence for political ends against unarmed civilians, but it's also a way of dehumanizing, especially where there is dissent. And the equation of the word terrorism, the synonym of terrorism, is Islamic, Muslim. Okay, so if you're a Muslim, then you are sufficiently defined as non-human or dangerous, some kind of virus of some kind, which you can be killed, you can be tortured, you can be waterboarded, you can be done anything to. You can be locked up forever without access to justice. So the term terrorist is also used to justify torture, imprisonment, and so on. And it also justifies the presence in 147 countries of American troops. Germany is, of course, well known for being one of the first to have an occupied territory by the U.S., but on our continent, right across the continent, we have the so-called U.S. AFRICOM, and domestically, that dehumanization is, I would argue, under the term refugee today. People talk about the refugee problem. Refugees are not the problem. It's the Germans who are the problem. In the war on terror, by definition, state-induced terror, at least those states that are considered as allies of empire, are not defined as terror. Thus, Nigerian slaughter and killings of ordinary citizens and wiping out villages in the north of Nigeria is not seen as terror. The same thing with Boko Haram. What happens there is that people who are being killed by the Nigerian military see Boko Haram as people who can actually save them. So in other words, the terror of state terrorism breeds the recruiting ground for these kind of terrorist organizations. Similarly, in Kenya, we have the situation where the killings of Somali, the torture of Somalis by the Kenyan troops, is just not seen as
as acts of terror, and justifies that support. The fact that the NATO and its all the allies invaded Libya and destroyed that country and opened up a situation in which terror actually spread southwards from Libya is precisely why the crisis in Mali occurred. It's precisely why right across that region we have insecure human, from a human point of view, an insecure situation. Let me end by just pointing out, and I think your presentation a moment ago, Volker, was very important in this, because the act of dehumanizing others dehumanizes you. And I think this is something that's very rarely acknowledged. And let me quote. Let me finally quote from Chinua Achebe, one of Africa's finest writers. "We cannot trample," he says, "we cannot trample upon humanity of others without devaluing our own." The Igbo, always practical, put it concretely in their proverb: "He who will hold down another in the mud must stay in the mud to keep him down." Thank you. So, Jan van Aken, Abgeordneter, Bundestagsabgeordneter der Linken seit 2009, deren außenpolitischer Sprecher. Was ist die deutsche Rolle in diesem Krieg gegen den Terror und wie bringen wir hier etwas in Bewegung? Ja, vielen Dank. Ich muss sagen, nach diesen vier hervorragenden Reden weiß ich gar nicht, was ich da noch Sinnvolles zu sagen kann, was ihr nicht eh schon wisst. Ich versuche trotzdem mal zwei, drei Gedanken dazu beizusteuern. Wir sind uns ja alle klar darüber und alle einig darüber, dass wir hier eine massive Militarisierung der Außenpolitik haben. Und das ist meine Erfahrung seit 2009 im Bundestag, im Auswärtigen Ausschuss. Wenn es irgendwo auf der Welt eine Situation gibt, wird sie immer nur durch die militärische Brille gesehen. Also diese Militarisierung ist ganz praktisch. Da stellt sich immer nur die Frage, Bundeswehr ja oder nein? Manchmal sagen die auch nein, aber es geht immer nur um die Frage, wie wird dort militärisch reagiert, denn eben mal keine Bundeswehr, sondern Waffen oder mal beides oder nichts von beiden. Und dahinter stehen ausschließlich Interessen. Also wenn irgendwer irgendwo mal gesagt hat, wie zum Beispiel im Koalitionsvertrag 2009, die Außenpolitik ist Interessen und Werte geleitet, das ist komplett gelogen. Werte spielen überhaupt keine Rolle. Ich bin mittlerweile so weit, wenn ich irgendwo in irgendeiner Talkshow einen deutschen Bundesminister oder eine Ministerin nochmal das Wort Menschenrechte sagen höre, dann raste ich aus. Denn diese Menschenrechte, sie existieren praktisch nicht für diese Bundesregierung. Das ist für mich unfassbar, das immer wieder zu sehen, wie weit das geht. Wir brauchen jetzt aktuell nur auf die Türkei zu schauen. Und das Irre ist ja, die Berichterstattung ist ja mittlerweile gut. Die Berichterstattung über diesen schmutzigen Türkei-Deal von heute, die berichten ja über die Menschenrechtsverletzung, über die Verhaftung der Professorinnen und Professoren, über die Einschränkung der Pressefreiheit, über die Bombardierung der kurdischen Städte, über die Ermordung da. All das wird berichtet. Und jeder in der Bundesregierung weiß davon. Aber es geht hier nicht um die Werte Pressefreiheit oder sonst was. Es geht einschließlich um das deutsche Interesse. Was in diesem Fall ist, die Flüchtlingsfrage auf Kosten der Flüchtlinge zu klären und sich dabei der schmutzigen Mittel der Türkei zu bedienen. Punkt, fertig, aus. Und das sehen wir eigentlich in fast allen Entscheidungen, oder ich sehe das auch in fast allen Entscheidungen, die da getroffen werden. Das ist aber manchmal ein bisschen komplexer als nur Geopolitik oder als nur Öl.
gerade bei den ganz vielen Auslandseinsätzen der Bundeswehr, also ich kriege sie nicht mal alle zusammen. Im letzten Jahr sind, glaube ich, nochmal 4 neue dazu gekommen. Es sind ja mittlerweile über ein Dutzend Auslandseinsätze der Bundeswehr, teilweise nur mit einer Handvoll Soldaten und Soldaten, mal auch ein bisschen mehr. Dahinter stecken völlig unterschiedliche Interessen. Also zum Beispiel in Mali hat es ganz viel natürlich mit gemeinsam mit den Franzosen dort Uranvorkommen zu schützen. Ganz klar. Ist völlig logisch. Wenn jetzt aber im Moment, gerade nicht heute, aber in der nächsten Woche wahrscheinlich in Rom, darüber diskutiert wird, ob nicht Bodentruppen jetzt nach Libyen gehen sollen, dann hat das aus meiner Sicht vor allem mit der Flüchtlingsfrage zu tun. Denn natürlich ist völlig klar, das weiß auch die Angela Merkel, das weiß auch der Steinmeier, wenn jetzt die Türkei- und Griechenland-Route dicht ist, kommen natürlich viel mehr wieder über Libyen. Wie vor 2 Jahren noch. Dann wird es wieder viele, viele Tote geben im Mittelmeer und sie wollen, so wie damals Gaddafi das gemacht hat, wieder jemand haben, der in Libyen ganz schmutzig die Flüchtlinge zurückhält. Und dafür sind sie bereit, dann auch mit Bundeswehrsoldaten und italienischen Soldaten hinzugehen. Die Mission heißt LIAM, ist kaum bekannt, UNO ist nicht daran beteiligt, sondern das ist eine reine Aktion von Italienern, Deutschen und einigen anderen Ländern. Da ist das Interesse Flüchtlingsabwehr. Und so sehen wir in verschiedenen Situationen ganz unterschiedliche Interessen. Zum Beispiel gibt es auch manchmal Interesse, was dazu führt, dass einfach gar nichts getan wird. Nach dem Paris-Attentat, am nächsten Tag, gab es die große Verkündung von Steinmeier, jetzt haben wir die Einigung, international werden wir die Finanzen des Terrors austrocknen. Ich erinnerte mich daran, dass es schon 2 Jahre vorher eine UN-Resolution dazu gab und ein Jahr zuvor auch eine UN-Resolution zur Austrocknung der Finanzen des Terrors. Es ist die ganze Zeit nichts passiert und dafür gibt es aus deutscher Sicht einen ganz einfachen Grund. Ich war vor ziemlich genau einem Jahr in Katar und musste da feststellen, dass die deutsche Botschafterin in Katar nicht einmal wusste, wer in Katar zuständig ist für die religiösen Stiftungen. Die religiösen Stiftungen, die riesige Privatspenden eben an die Dschihadisten in Syrien und Irak weiterleiten. Die wusste es nicht einmal. Und wenn man das denn hier sagt, da hatte ich eine Debatte mit einem CDU-Abgeordneten, der sagt es im Fernsehen laut und deutlich und sagt, naja, Katar muss man ja auch vorsichtig sein. Katar hält zum Beispiel 14% der VW-Aktien. Wenn die das da abziehen, haben wir ein riesiges Problem. Und deswegen wird bloß nicht in Katar irgendwas unternommen, um Geldspenden, Geldflüsse an die Dschihadisten, an den sogenannten Islamischen Staat zu stoppen. Das heißt, die Interessenslage kann mal in die Einrichtung Auslandsansätze führen, kann mal in die Richtung führen, Waffen zu liefern wie an die Peschmerga oder eben auch dazu führen, dass was vielleicht sinnvoll wäre, denn wenn du tatsächlich eine solche Organisation wie Daesh, den sogenannten Islamischen Staat, bekämpfen willst, ist ja die Finanzierung ein ganz wichtiger Punkt, darin nichts zu tun. Und auch das ist ein Stück weit Militarisierung der Außenpolitik. Manchmal heißt es wirklich einfach nur, ich habe hier einen Konflikt, ich habe hier ein Problem, aber alles, was ich tun könnte, tut nicht nur denen weh, sondern auch mir auch. Deswegen gucke ich so lange weg, wie es geht und wenn es nicht mehr weitergeht, schicke ich die Bundeswehr. Das ist auch Militarisierung der Außenpolitik. Das geht dann teilweise so weit, diese Interessenslage, das richtig, richtig schmutzig exportiert wird. Das ist ja, glaube ich, einer der Höhepunkte meiner Zeit in diesen 6 Jahren Bundestag, dass wir irgendwann feststellen mussten, die Bundesregierung hat bis zum Jahre 2011 das syrische Chemiewaffenprogramm mit entsprechenden Chemikalien versorgt und beliefert. Wir haben dann rausgekriegt, andere europäische Länder haben es versagt, haben Nein gesagt. Und dann haben wir uns immer gefragt, was hat die Deutschen getrieben? Das ging da nicht ums Geld. Wir reden hier um eine Summe von weniger als 1 Million Euro für die Chemikalien, die da exportiert worden sind. Bis sich dann rausstellt, naja, wir reden hier über das Jahr 2003, da fing das an. Im Jahr 2003 hat Steinmeier damals noch als Kanzleramtsminister zuständig für den BND eine ganz schmutzige Antiterror-Zusammenarbeit mit dem syrischen Geheimdienst gehabt. Das war zu einer Zeit, da war Assad schon böse, Diktator und alles, der war immer böse. Da gab es keine Kooperation, aber im Bereich der Terrorbekämpfung, die Renditions nach Syrien, da sind auch deutsche Staatsbürger gefoltert worden und im Beisein des BND damals in Syrien. Und der Verdacht liegt ganz nahe, dass denn die Lieferung dieser Chemikalien ganz direkt mit dieser schmutzigen Geheimdienstzusammenarbeit zu tun hat. Das heißt, diese Interessenslagen sind manchmal auch sehr komplex, sehr vielfältig. Am Ende führen sie aber immer dazu, dass Werte gar nichts gelten und dass jede Art von militärischer, geheimdienstlicher oder sonstiger Zusammenarbeit denn angefangen wird, wenn es denn den Interessen nützt. An einem Beispiel möchte ich es nur deutlich machen. Wenn wir jetzt mal
und anhören, was in den letzten 40, 50 Jahren von deutschen Politikerinnen und Politikern zum Nahen Osten gesagt worden ist, dann gab es ja immer so diese Vorstellung, wir brauchen da eine Kraft, die demokratisch ist, die multiethnisch ist, die vor allem säkular ist, das heißt den verschiedenen religiösen Minderheiten auch Freiraum lässt und die, ganz wichtig, die kolonialen Grenzen nicht antastet. Aus Sicht der Bundesregierung, nicht aus meiner Sicht, aus Sicht der Bundesregierung. Es gibt tatsächlich jetzt seit mehreren Jahren eine Kraft, die genau all diese Kriterien erfüllt. Das sind die Kurdinnen und Kurden in Nordsyrien, die ja ausdrücklich auch sagen, den letzten Punkt, wir tasten die kolonialen Grenzen nicht an. Nein, wir wollen Teil von Syrien bleiben. Und wir sind säkular und wir sind multiethnisch und wir sind demokratisch. Und das ist die einzige Kraft im Nahen Osten, zu dem das Auswärtige Amt bis heute sagt, mit denen machen wir gar nichts, das ist alles PKK. Die kriegen nicht einmal Medikamente. Die Kurden nebenan in Nordirak, die werden mit Waffen beliefert. Das sind aber auch aus Bundesregierungssicht ordentliche Kurden, weil die sind nicht demokratisch, die verletzen auch die Menschenrechte, die schränken die Pressefreiheit ein und die eröffnen natürlich Geschäftsmöglichkeiten für die Deutschen. Das ist der Kooperationspartner. Aber die anderen Kurden, die eigentlich all das, was in den Sonntagsreden verkündet wird, die kriegen nicht einmal eine Tablette. Das ist Militarisierung der deutschen Außenpolitik, die interessengeleitet ist. Und zwar natürlich, und da bin ich ganz bei Katja und bei den Vorrednerinnen, von einem neoliberalen Wirtschaftsinteresse, kapitalistischen Interesse getrieben sind. Und das müssen wir, glaube ich, immer wieder deutlich machen, dass es hier um ganz knallharte wirtschaftliche Interessen geht und eine Kraft, die politisch so aufgestellt ist wie die PID oder wie die PKK, die hat darin natürlich für diese neoliberale Bundesregierung gar nichts zu suchen. Fand ich klar. Jetzt, ich glaube, diese Analyse, das ist alles nicht neu. Die große Frage ist doch, warum passiert da so wenig? Ich bin ja mit Vorträgen zu Afghanistan oder Waffenexporten in ganz Deutschland unterwegs und überall stellt sich immer die Frage, was ist eigentlich mit der Friedensbewegung? Warum ist sie so klein? Warum schaffen wir selbst auf bundesweite Demonstrationen zu Afghanistan direkt nach Kunduz nur wenige tausend Menschen auf die Straße? Die letzte große Demonstration, das war 2003, Irakkrieg, da hatten wir noch eine ganz andere Stärke zusammengebracht und wir müssen doch einfach mal überlegen, was ist es eigentlich, was es jetzt so schwierig macht. Das ist auch eine Frage, die ich konkret an Kate zum Beispiel habe, denn hier haben wir in Deutschland zur nuklearen Abrüstung überhaupt nichts auf die Beine stellen können, überhaupt gar nichts. Jeder Versuch, und wir haben das auch ganz stark versucht, 2009, 2010, ist komplett gescheitert. Ich bekomme keine 5 Leute zusammen, die sich irgendwie öffentlich dazu äußern. Und mein Eindruck war immer, das lag daran, dass es wahrscheinlich bei vielen das Gefühl gibt, da lässt sich eh nichts machen. Da haben wir in den 80er Jahren, waren wir mit 500.000 in Bonn, und seitdem hat sich nichts geändert, da kann man nichts machen. Und deswegen war für mich immer die Hoffnung, dass sich an konkreten Auslandseinsätzen und an den Waffenexporten, dass sich da eigentlich in der Breite was mobilisieren könnte. Denn da sind 70-80% der Bevölkerung bei uns. Die sind dagegen Waffenexporte, die sind gegen die Auslandseinsätze und sie sind konkret auch verhinderbar. Da bin ich eigentlich relativ optimistisch und jeder Versuch in den letzten Jahren da in Deutschland was zu mobilisieren, ist bis jetzt ganz klein geblieben. Und da würde mich interessieren, Kate, wie habt ihr das geschafft, gegen die Trident-Modernisierung plötzlich mehrere 10.000 auf die Beine zu stellen? Ist das vielleicht nur, weil das so teuer ist oder gibt es da andere, ja, ist eine konkrete Frage. Also was ist eigentlich die Motivation dahinter? Was können wir von euch da lernen? Dankeschön. Vielen Dank auch, Jan. Ich hatte eigentlich gedacht, jetzt noch mal eine Runde auf dem Podium zu machen und ich habe ehrlich gesagt an alle von euch auch mindestens 5 Fragen, aber ich glaube, es geht nicht um meine Fragen, also jedenfalls nicht nur, sondern auch um eure Fragen bzw. um eure Meinung und deswegen mache ich das jetzt entgegen der Absprache so, dass ich die Debatte eröffne, euch bitte, sich zu melden. Ich will auch ganz klar sagen, bitte Beiträge 2 bis 3 Minuten. Danach werde ich mich noch deutlicher als eben bei den Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmern bemerkbar machen und euch dann auch bitten aufzuhören, weil wir werden trotz der 3 Minuten Beiträge, werden wir vielleicht 10, 11 Rednerinnen und Rednerinnen bekommen. Und ich werde selbstverständlich die Redeliste quotieren. Deswegen bitte jetzt Hände hoch. Und wie ich eben schon gesagt habe, bitte nach vorne kommen, da steht der Markus mit dem Mikrofon und als erstes
die Agnes aus Bremen und dann habe ich dich. Bitte lasst die Hände oben, bis ich euch angenickt habe. Ich bin aber die Agnes aus Hannover. In Bremen gibt es auch eine. Ich möchte ja eine Frage, also ich bin aus Hannover und bin aktiv im Friedensbüro. Das ist kein Büro. Neulich kam einer und wollte unser Büro angucken. Nein, wir sind nur ein kleiner Verein, der praktisch die Friedensbewegung in Hannover zusammenzuhalten versucht. Ich wollte hier einfach mal eine Frage loswerden. Und zwar, Firuze hatte darauf hingewiesen, dass in vielen heutigen Kriegen gar nicht mehr Staaten tätig sind, sondern Privatunternehmen. Und ich habe von meinem Bruder gerade das Buch von Herfried Münkler geschenkt gekriegt über die neuen Kriege, wo er eben sagt, dass sehr viele Kriege privat geführt werden von Warlords, die schlicht und einfach mit Geld viel Geld verdienen und deswegen Kriege führen, die mit viel Geld zum Beispiel Kinder und Jugendliche anheuern, für die es gar keine anderen Lebensmöglichkeiten gibt als solche Tätigkeit als Soldat. Und mich hat dieses Buch sehr nachdenklich gemacht, weil ich so die Frage habe, die Welt wird unübersichtlicher. Früher wussten wir genau, da sind die Staaten und wir haben versucht, sie dazu zu kriegen, keine Kriege zu führen oder wenn sie Kriege führen, sich an irgendwelche Gesetze zu halten. Und wenn das aber jetzt alles so ins Private abgleitet, heißt das für uns als Friedensbewegung, dass wir irgendwie sozusagen neu überlegen müssen. Ich rufe immer gleich zwei Personen auf, als nächstes bist du. Okay, in order to honor our English-speaking panelists, I will speak English. My name is Andreas Schlüter, I'm a sociologist and blogger. And I would like to stress what my friend Firuze has said, but I want to go a step further. Well, indeed, the war on terror has only failed if we believe what the propagandists are saying and what the politicians are claiming. In fact, it is a war of terror and it has a further going aim. It is also bearing elements of depopulation. In fact, we have to face it, the US power elite is the decisive force in this, and within the US power elite, the neocons are the decisive forces. And we have to be clear, the candidate, the democratic candidate, who is most likely the new candidate for the Democrats will be Hillary Clinton. And Hillary Clinton is the spearhead of the neocons within the Democratic Party. And to prove that the whole war of terror bears elements of depopulation, we can turn to a paper coming from a neocon think tank, Project for the New American Century. That was the paper Rebuilding America's Defenses from September 2000. And there is a paragraph on page 60 ending, and now please listen carefully, and advanced forms of biological warfare that can target specific genotypes may transform biological warfare from the realm of terror to a politically useful tool. Surely it's not going to aim at white Anglo-Saxon Protestants. It is a racist fascist concept which is the direct continuation of Project Coast by the dying apartheid regime of South Africa those days. And in fact, against these forces, we have to form an anti-fascist alliance. Thank you. I have another question for Kate. In case of a Brexit, what do you think would be the impact or the implications for British security and defense politics? And do you think that it is actually probable, or that a Brexit is actually probable, and what do you think will be the demands of the current government to actually
avoid a Brexit. You know, they've been making demands in other directions currently to actually avoid a Brexit. They've been making demands to you to avoid a Brexit. And what do you think would be defense politics demands? And if a Brexit actually happens, what would be the impact in defense politics and for the peace movement in Great Britain? Ich habe noch zwei Bitten, eben genau, dass ich noch mal kurz, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich alle gesehen habe, also bitte noch mal melden, dann nehme ich euch auf. Denke, dass wenn ich, dass wir dann sozusagen wahrscheinlich auch bald genug auf der Liste haben, aber bitte macht es gleich noch mal. Und für die, die deutscher Muttersprache sind, ist es einfacher für die Übersetzerinnen und Übersetzer, wenn ihr Deutsch sprecht, als wenn ihr Englisch sprecht. Und für die Referenten kommt das 1A an. Wir haben nämlich tolle Übersetzer da hinten in der Kiste. Genau, denen wir auch noch mal danken, dass sie da sind und für uns heute übersetzen. First of all, thank you all. I just have a question. I think for all the peace movement, one of the crises that you spoke about, lack of mobilization, I think it's also about the fact of analysis. We're not anymore in 2003 with Saddam Hussein. We are facing, have been ongoing for the past 5 years, revolution in the Middle East. And I think you cannot do the same analysis that in 2003. And the lack of the peace movement or solidarity with popular uprising has been a problem, because it's very important to be in solidarity with popular uprising and condemn dictatorship as well. So, and as well, when we say oppose interventions, foreign intervention, oppose all foreign intervention, which has been a problem of peace movement in Europe, only condemning Western and Gulf, while saying nothing about Russian imperialism. Iranian imperialism in the region has been completely silent. This is a problem. Second of all, how can we be in solidarity with the refugees in Europe when I haven't heard a single word to condemn Assad dictatorship that is the main actor for this issue of refugees in Europe? This is completely, it's about negating the history of millions of refugees coming to Europe. And this, I think, is very problematic. Finally, in Syria, there's not only a single democratic force as described by Mr. It's not the Kurds, it's PKK, as you say, PYD. There are millions of Syrians, even today, coming out with democratic slogans, anti-sectarian, and there's not only PYD. And I support the self-determination of the Kurdish people, not only in Syria, Turkey, Iran, and Iraq, but you have to acknowledge that only successful Kurdish self-determination is possible with the victory of the Syrian revolution. And this has to be put much more forward when we speak about peace movement. It's about solidarity with people on the field. And if you want really to put an end to Daesh, we have to put to the end of the conditions that allow Daesh to survive, which means dictatorship in the region. Because Daesh is made in Assad prison, Sisi's prisons, and all the dictatorship of the region. Thank you very much. Genau. So, wir können hier auch den Referenten oder den Rednerinnen und Rednern einfach zuhören und dann in die Debatte eingreifen. Ich glaube, das ist angemessen für die Diskussion. Nun saß eben da eine Frau, die leider jetzt gerade nicht mehr da ist. Deswegen kommst du jetzt dran. Ich will nur eine Frage stellen an Firose. Nämlich, kannst du was Optimistisches sagen über Bewegungen in Afrika, zum Beispiel Streiks? Ein oder zwei Beispiele, es reicht. Also, weil wir wollen auch ein bisschen Gegenbeispiele haben, finde ich wichtig. Christoph Krämer, Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, IPPNW. Ich habe eine Frage vor allem an Kate Hudson. Die Frage ist, inwieweit ist denn der britischen Öffentlichkeit und den britischen Entscheidungsträgerinnen im Parlament, im Unterhaus, bewusst die Größenordnung, die Dimension der Folgen dieses Krieges gegen den Terror? Ich frage das, weil wir als Ärzteorganisation gerade international publiziert haben, eine Untersuchung, eine Studie,
zeitgleich in Washington, Ottawa und Berlin, die feststellt, dass schon die ersten 10 Jahre dieses Krieges gegen den Terror, dieses sogenannten, 1,3 Millionen Tote gekostet hat. Und inzwischen ist der Krieg ja noch lange weitergegangen. Wir haben sehr lange gebraucht, bis wir diese Zusammenstellung zusammengekriegt haben. Das ist der Grund, warum wir praktisch nur die ersten 10 Jahre untersuchen konnten. Aber inwieweit ist denn das dort eigentlich klar? Ich sage mal, bei uns ist es nicht klar. Ja, bei uns, das Bewusstsein, nicht nur in der breiten Öffentlichkeit, auch im Parlament, ich denke, das können die Abgeordneten hier bestätigen, ist dominiert von dem, was von Iraq Body Count, einer britischen Organisation, kommt. Und das ist so ungefähr ein Zehntel dessen, was wir zusammengezählt haben. Und was wir gemacht haben, ist wissenschaftlich begründet. Ja? Das ist überwiegend epidemiologisch basiert. Was wir da zusammengestellt haben, liegt übrigens draußen auch aus, gibt es auf Deutsch und Englisch. Inwieweit ist das eigentlich bewusst? Ich sage ein bisschen als Antithese auch zu dem, was Jan van Aken gesagt hat. Ich denke, es kommt doch ein bisschen auch auf Information an. Natürlich gibt es auch viel zu viel Information. Es ist ja klar, es wird alles überschwemmt mit Information. Aber es kommt auch ein bisschen auf richtige Information an. Ich sage nur ein Beispiel und damit komme ich zum Schluss. Wir waren ganz überrascht, dass im März 2015, als wir die englische Version dieser Untersuchung veröffentlicht haben, ungefragt, ohne dass wir da irgendwas dazu gemacht haben, das Bundeswehrjournal einen recht großen Artikel darüber gebracht hat, aus dem man so ein bisschen Erschrecken darüber rauslesen konnte. Vielen Dank an Alexander aus Großbritannien und es tut mir leid, dass ich diese Frage nicht auf Deutsch sagen kann. So I apologize for asking the question in English. I wanted to pick up on 2 important points that came out in the contributions. Firstly, Feroz, I think, reminded us very importantly that the language of terrorism has been used systematically by colonial powers in the past to demonize their opponents and to justify repression. And if I understood Katia correctly, that she also made a very important point that democracy is not merely a creation of the West, but something that everybody across humanity has a right to and has a part to play in fighting for. And I wanted to bring these 2 things together in relation to the situation in Egypt today, because I think it's very important to reject the language that's used by the current military regime in Egypt, where it talks about fighting terrorism as an excuse for the awful repression that it's carrying out against the vast majority of its opponents, including the Muslim Brotherhood, and to justify its overthrow, for example, of the Muslim Brotherhood President Mohamed Morsi, who was elected in 2012. And that I would argue that the struggle for democratic rights in Egypt is actually extremely important to stand in solidarity with people from the Muslim Brotherhood, although I may disagree with them about many aspects of their politics, that the struggle for their right to express themselves democratically, to organize politically, is something that we in Europe must be taking up and fighting for as our governments are working hand in hand with Sisi's regime. So I just wanted to ask the panel what they thought of that, that perspective. Ja, Henning Zierer, Gesellschaft Kultur des Friedens. Frage an den Volker Lösch und an unseren afrikanischen Kollegen. Es war gefragt, was sind die Gründe, warum wir nicht so viele Leute mobilisieren können? Und das wäre eine Frage, auch dich als Künstler, ist es nicht auch ein Utopieverlust? Wir haben auch in der Sprache, fängt es an, Sicherheitspolitik, das klingt nach Sicherheitskonferenz. Und ich merke auch der Gedächtnisverlust, was schon war und wie stark wir auch waren, die konkreten Utopien, denke ich, das ist auch ein Verlust an Vorstellungen. Wenn die Vereinten Nationen formuliert hatten, nach dem Zweiten Weltkrieg, unsere Aufgabe ist, der erste Satz in der Präambel ist, die Menschheit von der Geißel des Krieges zu befreien. Alle Nationen haben es unterschrieben und das ist nicht mehr in der Politik, heute Tagesordnungspunkt Nummer 1. Deswegen meine Frage, was man dem auch entgegensetzen kann. Und ein Beispiel möchte ich sagen, AFRICOM, wir machen so eine Aktion am 8. Mai, das ist
Deutschland ist das der Kriegsende. Und da war der große Schwur, nie wieder Krieg von deutschem Boden. Und wir haben zwei US-Kommandozentralen in Stuttgart, Eucom, Afrikom. Es wird auch die Ostermärsche geben. Man muss ja auch sowas hier sagen. Da machen wir ein großes Konzert, internationales Konzert vor dem Afrikom, um auch zu sagen, wir wollen dort ein Friedens-, ein Konfliktzentrum bauen, nicht eine Militärzentrale. Wir müssen auch viel deutlicher Gegenentwürfe bringen. Ich erinnere mich an Belafonte. Belafonte ist zuerst zu den Soldaten gegangen, die Tradition haben wir gar nicht, hat ein Konzert vor den Soldaten gemacht, ist dann zu der Friedensbewegung, um zu zeigen, ich will alle erreichen. Unser Problem ist, wir sind gern nur unter uns. Und ich möchte schließen, das ist der große Unterschied von Martin Luther King. Ich war heute in seinem Haus, er war in Berlin, 1964 in Berlin, dann hat er gesagt, I have a dream. Obama sagt heute, I have a drone. Das ist seine Sicherheitspolitik. Er hat begonnen, yes we can, aber er macht yes we scan. Das ist der Unterschied. Deswegen die Frage nach dieser Theorie, was Che Guevara gesagt hat, seid realistisch und fordert das Unmögliche. Ich denke, wir haben da einen Verlust an Vorstellungen. Ja, Thorsten Schleib, Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen. Ich freue mich auf die Konferenz und auf die vielen Inputs, die es jetzt heute schon gegeben hat. Ich habe ein bisschen bedauert, dass zum Beispiel in der Einladung und im Programm solche Begriffe wie NATO, USA, Israel, Russland, Atomwaffenbasen und vor allen Dingen, leider oder zum Glück wurde es heute dann bitte ein bisschen korrigiert hier bei den Reden, Kapitalismus und Imperialismus fallen. Genau darüber müssen wir reden, über die Ursachen der Kriege. Und das ist diese Weltwirtschaftsordnung, mag man sie Kapitalismus, Imperialismus, Neoliberalismus oder wie auch immer nennen. Das ist genau das, was dazu führt, dass Menschen entrechtet werden, dass Kriege geführt werden, um Waffen zu verkaufen, um Macht auszuüben, um billige Rohstoffe zu kriegen. Und das ist die Ursache und das kann auch jeder an der Basis verstehen. Deswegen als letztes, da ich mich kurz fassen möchte, es gab eine Zeit, die ist noch gar nicht so lange her, das war, als es anfing in der Ukraine. Da waren in Deutschland tausende Menschen auf der Straße. Viele zum ersten Mal, viele wieder auf der Straße für den Frieden. Und die Linke an sich und auch ein wenig die Linke als Partei hat diese Chance aus meiner Sicht verpasst. Und wenn wir wieder stärker werden wollen, dann müssen wir auch aus diesen Fehlern lernen. Und Sie zumindest ansprechen. Danke. Entschuldigung, ganz, ganz kurz. Ich werde jetzt die Redeliste schließen. Hat noch 5 Leute drauf. Eine Person, die ich leider auf meiner Liste nur mit blau gekennzeichnet habe und wo ich nicht mehr weiß, wer das war. Aber wenn jemand sich... da haben wir ihn. Gleich nach ihr bist du dran. Genau, ich werde die Liste jetzt schließen und haben noch ungefähr 5 Rednerinnen und Redner dann vor. Also meine Frage oder mein Beitrag, ihr schließt sich eigentlich an meinen Vorredner mehr oder weniger an. Der Firoze hat am Anfang in seiner Rede deutlich gesagt, und ich denke, das ist etwas, was wir hier immer wieder vergessen, das ist ein neoliberales Projekt, was hinter diesen Kriegen steht. Unter anderem. Und der Neoliberalismus hat die Hegemonie errungen. Und wir haben es nicht geschafft, bislang dem etwas entgegenzusetzen. Und ich denke, das Wichtigste, was hier überhaupt diskutiert werden sollte, wäre, wie können wir es erreichen, Meinungshoheit wieder zu erringen als Linke, was die Voraussetzung dafür war, dass es früher andere Bewegungen gegeben hat. Und insofern möchte ich gerne die Frage von Jan van Aken unterstützen, dass das im Vordergrund steht in der gesamten Diskussion. Danke. Ja, mein Name ist Ralf Peters, ich mache mit im Hamburger Forum. Und ich glaube, eines der Gründe, weshalb wir noch nicht so richtig in die Hufe gekommen sind, ist einfach eben halt, dass wir uns gar nicht so richtig einig sind, wofür? Wenn wir sagen, eben halt, wir sind Friedensbewegung, wir sind die Friedenspartei, dann stelle ich fest eben hier tatsächlich, dass wir doch in zentralen Sachen strittig sind. Wir sind darüber im Streit, wie wir mit der neuen Friedensbewegung umgehen. Ob die Friedensbewegung
eine Gärtungsfrage ist und ob alle links sein müssen von vornherein, die da mitmachen. Wir müssen die Frage zu Russland stellen. Wir sind bei der Frage, habe ich gehört, ob eben in Syrien erstmal Assad weg muss oder nicht, ist, glaube ich, die Parlamentsfraktion eben halt gespalten. Und das ist eines der Probleme, glaube ich, eben halt, dass solange eben die Friedensbewegung und auch die Linkpartei eben bei zentralen Punkten so uneinig ist, eben wir zu sehr mit uns selber beschäftigt sind und nicht vor Ort präsent sind. Und da ist die Frage, ja gut, die ist ganz allgemein, wie wir das überwinden können. Und ich habe ja in der Ankündigung des Programms, da sind unheimlich viele tolle Sachen, aber so richtig geht es auf diese Frage der Differenzen, die wir haben und die, wie wir sie überwinden können, damit wir als Friedensbewegung auch wirklich mit voller Kraft eben halt überzeugen können und nicht uns selber streiten, die finde ich da so richtig nicht wieder. Danke. Hallo, ich heiße Elsa Rosbach. Ich bin deutsch-amerikanische Friedensaktivistin und auch mit der Friedensorganisation Code Pink. Und ich bin eine von einer Delegation von 6, kommen aus USA im April. Wir kriegen nochmal einen Friedenspreis in Deutschland. Und wir kommen hier in der Hoffnung, mit sehr vielen Deutschen und auch mit allen Fraktionen im Bundestag zu sprechen, weil wir in der US-Friedensbewegung brauchen deutsche Hilfe. Wir werden es nie schaffen. Ich habe mal Oscar Lafontaine neulich gehört, er sagt, ja, wenn wir mal einen guten US-Präsidenten bekommen. Die Linke stellt die Systemfrage, wie sollen wir in den USA einen guten Präsidenten bekommen? Wenn man das wirklich guckt, wir werden vielleicht mit einem Bernie Sanders, vielleicht sogar mit einem Hillary Clinton, vielleicht etwas bessere soziale Bedingungen leicht, als wir zum Beispiel mit einem Republikaner bekommen. Andererseits, wenn, sagen wir, ein Bernie Sanders gewählt wird, dann werden alle sagen, genau wie bei Obama, vielleicht auch sogar viele in den Linken, ach, jetzt haben wir einen guten US-Präsidenten, jetzt machen wir mit ihm ein paar Jahren mit und gucken, was passiert. Also mir ist gesagt worden, dass eigentlich der Friedenschance kommt mit Trump, weil Europa vielleicht mit den USA nicht so mitmarschiert, so einfach mit dem Trump. Wir bitten, weil wir haben in den USA nicht die Möglichkeit, diesen Krieg gegen den Terror zu stoppen durch unser Wahlsystem und auch nicht genügend auf der Straße. In Deutschland gibt es diese Möglichkeit. Wir haben uns sehr gefreut, als Kanzler Schröder keine deutschen Truppen nach Irak geschickt hat. Das war ein wunderbares Signal. Aber Deutschland hätte diesen Krieg verhindern können, indem Deutschland gesagt hätte, ihr dürftet Ramstein und anderen Basen hier nicht dafür benutzen, wie Türkei auch gesagt hat. Und es wäre dann vielleicht kein ISIS entstanden. Dann hätten wir nicht die mehr als Millionen Toten von dem Irakkrieg. Dann hätten wir auch nicht vielleicht die ganze Flüchtlingswelle. Und ich war mal als Mitglied der Demokratischen Partei hier in Berlin, da als Carsten Vogt, der damals der war Sprecher für außenpolitische Sprecher in Sachen USA. Und ich habe ihn gefragt, Herr Vogt, warum haben Sie erlaubt, dass Ramstein benutzt wird für den Irakkrieg? Sie wissen, das ist eigentlich illegal nach deutschem Recht. Er hat gesagt, wir wollen es mit den USA nicht aufnehmen. Und neulich beim Gespräch, weil ich gehe und spreche, bin fast zu Ende, auch mit der SPD, und da war ich in einer Debatte mit Rainer Arnold hier lokal in Tempelhof-Schöneberg, und er sagt dasselbe wegen dem Drohnenkrieg von Ramstein. Aber hier in Deutschland hat man Angst, das aufzunehmen, auch in der Friedensbewegung, weil die Rechten werden auch natürlich draufspringen. Und diese Frage muss man wirklich angehen. Wir unterstützen die Demos in Ramstein, aber wir sprechen mit allen und sagen und hoffen, dass die deutsche Regierung sieht, dass es möglich wäre, wirklich für Deutschland eine neue Richtung in der Weltpolitik zu führen.
So, das wär's. Ja, guten Abend, mein Name ist Frank Renken. Ich möchte auf die Frage eingehen, wo ist das Problem, was die Mobilisierung angeht? Also Jan hat ja zu Recht gesagt, also wenn man sich die Berichterstattung zur Türkei anguckt, da gibt es durchaus Bilder. Das ist richtig. Deswegen ist auch die Stimmung in der Bevölkerung, glaube ich, sehr kritisch gegenüber Erdogan. Aber es gibt andere Sachen, die sehen wir nicht. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel. Die Amerikaner haben am 9. Januar 2000 Pfundbomben auf das Stadtzentrum von Mosul abgeworfen. Diese Bomben haben jeweils einen Wirkradius von 900 Metern. Das ist also in einem Umkreis von 1800 Metern sind zwei Bomben gefallen, die alles zerstören. Wir sehen keine Bilder. Wir wissen nicht, wie die Bomben Leute treffen in Raqqa. In Raqqa gibt es ja nicht nur Terroristen, es leben dort Menschen. Und diese Bilder sehen wir nicht. Deutschland betankt Bomber jeden Tag und es gibt keinerlei Informationen darüber, wer wird eigentlich von diesen Bomben getroffen. Wenn wir diese Bilder sehen würden und wenn erkannt werden würde, dass Deutschland nicht in einem Kampf gegen Terror ist, sondern beteiligt ist an einem Krieg, der selbst Terror ist, würde die Sachlage natürlich anders aussehen. Zweiter Punkt ist, ich glaube, dass wir ein ideologisches Problem haben. Ich denke, dass die Herrschenden es geschafft haben, uns einzureden, oder nicht uns, aber ein Stück weit vorangekommen sind mit dem Punkt, uns einzureden, es gäbe sowas wie einen gemeinsamen Feind. Der Terror oder der Dschihadismus. Und ich erinnere nur mal dran an die Bewegung in den USA gegen den Vietnamkrieg, 68 und danach. Es gab ja eine Riesenbewegung, die dann sehr erfolgreich war und auch dazu geführt hat, dass irgendwann die Amerikaner abgezogen sind, also mit einer Niederlage. Und es gibt einen berühmten Ausspruch, der sehr, sehr gut gezeigt hat, was der Schlüssel dafür war. Muhammad Ali, Schwergewichtsweltmeister, hat gesagt, "No Vietnamese ever called me nigger." Also niemals hat mich ein Vietnamese Nigger genannt. Das heißt, wovon Firoz gesprochen hat, diese Entmenschlichung, dass die Vietnamesen, ich weiß nicht was sind, oder jetzt sozusagen die Moslems das und das sind. Also diese Idee müssen wir durchbrechen. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, dass wir ein Bewusstsein darüber schaffen, in der Bewegung und in der Partei Die Linke, dass der Kampf gegen Krieg nur gewonnen werden kann, wenn er verbunden ist mit dem Kampf gegen Islamophobie. Die Moslems sind nicht das Problem. Und es gibt eine große Bewegung übrigens, die ja erfolgreich war, lange Zeit, letztes Jahr, nämlich die Opfer des Krieges, die gekommen sind. Und es gab zunächst eine riesen Solidarität in diesem Land. Das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt die Rechten kämpfen dagegen. Und es ist klar, je weiter Stimmung gegen Muslime gemacht wird in diesem Land, umso einfacher ist es wiederum, Krieg zu führen. Umgekehrt, je mehr Bomben fallen, umso mehr werden diese Kräfte bestärkt. Also das heißt, Nationalismus und Rassismus und gleichzeitig Krieg bedingen sich gegenseitig. Und ich glaube, diese beiden Punkte müssen wir angehen und dann kommen wir auch einen Schritt weiter. Also ich habe jetzt den letzten Redner, den ich auf meiner Liste habe. Habe ich irgendeine Person übersehen? Nein. Okay. Philbert und ich wohne hier in Berlin, bin in Großbritannien geboren und aufgewachsen und ich wollte ein paar Worte zu Jans Frage sagen, wie haben die Briten das geschafft, eine Massenbewegung gegen Atomwaffen auf die Beine zu bringen. Ich muss sagen, nachdem 10.000 vor ein paar Wochen demonstriert haben, habe ich mit Freunden gesprochen. Wir haben gefragt, wann war das letzte Mal, dass wir eine Massendemo gegen Atomwaffen in Großbritannien hatten. Es gab eine in 83, es gab eine in 86 und seit dann so gut wie nichts. Was passiert ist, ist Jeremy Corbyn. Und ich meine nicht ist Jeremy Corbyn. Ich meine nicht Jeremy Corbyn, der Mann, genauso wie in den USA. Es geht nicht um Bernie Sanders, der Mann. Es ging um Zehntausenden, Hunderttausenden von Leuten, nicht aus der traditionellen Antikriegsbewegung, nicht auch der alte Linke, die gedacht haben, was wir machen können, kann die Welt verändern. Und es ist genau die Leute, die von der Corbyn-Kampagne begeistert waren, die vor ein paar Wochen auf die Straße gegen Atomwaffen gegangen sind. Ich glaube, der Unterschied in Deutschland, zwischen Deutschland jetzt und 2003 ist nicht, dass plötzlich Deutsche pro Krieg sind. Ich glaube nicht, dass es vielen egal ist, dass Krieg geführt ist. Was die fühlen, was die damals nicht gefühlt haben, ist,
Es ist egal, ob wir demonstrieren oder nicht, wir können eh das nicht stoppen. Und in 2003 hatten wir das Gefühl, es waren auch die SPD-Wähler, die Grünen-Wähler, die Nicht-Wähler, die gemeinsam mit uns demonstriert haben. Und die sind die Leute, die wir wieder mobilisieren können. Ich sehe eigentlich mit der jetzigen Flüchtlingsbewegung Gelegenheiten, die Tausenden von Leuten, die freiwillig zu Flüchtlingsheimen gegangen sind, um zu helfen, die Tausenden von Leuten, die diese Woche Aufruf gegen Rassismus unterschrieben haben, sind auch Leute, die gegen Kriegsursache kämpfen wollen, sind Leute, die wir auf die Straße mobilisieren können. Es ist kein Selbstzweck, aber es ist auf alle Fälle ein Versuch wert. Am Sonntag organisieren Flüchtlinge in Berlin eine Demonstration, ein Karneval gegen Rassismus. Das könnte ein erster Schritt sagen, um, wie Vorredner gesagt hat, gegen Islamophobie zu kämpfen, aber auch die deutsche Friedenskräfte, die deutsche Linke und Flüchtlinge, Migranten, Muslimen zusammenzubringen, wo wir wieder das Selbstbewusstsein kriegen. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass nicht genug Leute gegen Krieg sind. Das Problem ist, dass wir nicht gekommen sind und wir glauben, dass wir das nicht verändern können. Das müssen wir anfangen, politische Lösungen durch die Partei Die Linke, aber auch Lösungen auf der Straße wie am Sonntag mit dem Karneval. Ja, ach, Entschuldigung. Ich habe doch einen vergessen und jetzt hat er sich noch gemeldet. Du bist jetzt der letzte Redner. Okay. Ja, Grossmann heißt ich, bin von Berlin, werde auch auf Deutsch mit Akzent. Zwei Punkte. Erstens, bin ich zu hören, ja? Erstens, wir müssen, geht es ein bisschen um Syrien. Ich glaube, die Diktatoren in Syrien, wie auch in Libyen, wie auch früher in Irak, braucht man nicht zu lieben. Wir wissen, dass es viel Schlimmes dort gab. Man braucht auch Putin nicht zu lieben. Aber man muss doch wissen, wenn man ein bisschen forscht, dass die stärksten Kräfte in der Welt, Negativkräfte, einen festen Plan haben, ein Land nach dem anderen zu erobern. Libyen, Somalia, Irak, Syrien. Der nächste auf ihrer Liste ist Iran und ich glaube, und Ukraine. Und ich glaube, die möchten auch gern, was in Maidan passierte, würde auch in Roten Platz. Und ich glaube, wenn man bedenkt, dass ab nächsten Januar am wahrscheinlichsten die Hillary Clinton Präsidentin wird, nicht dass Sanders liebe ich sehr, hat leider nicht so gute Chancen. Aber Hillary Clinton hat gute Chancen, Trump auch. Aber ihr Programm ist der ganz, ganz schlimme. Sie war hinter jedem Blutverguss. Und deshalb müssen wir wirklich Angst davor haben und uns engagieren. Und uns klar machen. Zweiter Punkt, ganz kurz. Kate Hudson hat davon gesprochen, dass in Großbritannien sehr mit den Muslimen zusammengetan hat. Ich denke, dass auch nach dieser Niederlage von unserer Partei am Wochenende es nicht verkehrt wäre, wenn unsere linke Partei, wenn unsere linke Partei sich mit den Immigranten in Deutschland, schon die Länge hier Wohnende, also vor allem türkische und kurdische, aber auch andere, aber auch die Neuankommende, ein Bündnis suchen soll. Wir haben einige sehr gute Leute im Bundestag, im Abgeordnetenhaus in Berlin, aber wir müssten versuchen, den vielen deutschen Leuten klarzumachen, dass das ein Beitrag ist. Und das heißt, kulturmäßig und politisch, dass die als Verbündete gewonnen werden und wir lernen, wie sie uns helfen können. Ich glaube, das wäre ein Teil des Weges aus dieser ganz schlimmen Situation, in der wir uns manövriert haben, wie man leider in Sachsen-Anhalt gesehen hat. Dankeschön. Ja, vielen Dank an alle, die hier beigetragen haben zur Debatte. Und ich will auch alle beruhigen. Es gibt ja noch
am morgigen Tag ganz, ganz viele Veranstaltungen, wo viele weitere Fragen geklärt, wo auch Streitpunkte diskutiert werden sollen und können. Immer natürlich mit dem Blick, dass wir letztendlich gemeinsam stärker rauskommen wollen. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt Jan van Aken in umgekehrter Reihenfolge wie eben das Wort für das Schlusswort geben. Wie soll ich jetzt rückwärts reden? Ja. Ich habe ein paar Punkte, will ich kurz was zu sagen. Hier war die Frage gestellt von Ralf, muss die Friedensbewegung links sein? Nein, ich finde nicht, nicht immer. Sie kann auch mal christlich sein, sie kann auch mal bürgerlich sein, sie kann aber nie rechts sein. Weil wer antisemitisch ist, kann keine Friedenskraft sein, wer islamophob ist, kann keine Friedenskraft sein, wer national ist, kann schon gar nicht eine Friedenskraft sein. Deswegen gibt es Grenzen der Kooperation noch für mich. Zweiter Punkt, die ganze Diskussion, die für Ross auch aufgemacht hat, Terrorism. Was ist Terrorismus, was ist es nicht? Ich habe auch lange mit mir selbst diskutiert und mit vielen anderen diskutiert, benutzt man nun den Begriff Terrorismus, ja oder nein? Und ich finde, an den beiden Punkten, die Führers genannt hat, hat er vollkommen recht. Ja, dieser Begriff wird missbraucht, um Menschen zu dehumanisieren, um sie auch zum Angriffsziel zu machen. Und ja, es gibt einen Staatsterrorismus, der erst Menschen in solche Gruppierungen treibt. Beides ist richtig und trotzdem würde ich sagen, es gibt Organisationen, die für mich Terrorismus darstellen. Terror ist für mich relativ klar definiert. Terror ist, wenn ich Angriffe auf Menschenleben mache, die darauf abzielen, Angst in der Breite der Bevölkerung zu erzeugen, das ist Terror. Wenn ich befürchten muss, dass ich morgen auf der Straße erschossen werde, wenn ich befürchten muss, dass eine Bombe neben mir hochgeht, und zwar nicht, weil ich Jan van Aken und Linker bin, sondern weil ich einfach nur zufällig da längs gehe, dann ist es Terror. Und Terror ist zum Beispiel dieser Anschlag in Paris, wo einfach in einer Bar wild um sich geschossen wird. Und Terror ist für mich das, was Daesh, was dieser sogenannte Islamische Staat macht. Das ist für mich Terrorismus, das möchte ich auch Terrorismus nennen können, obwohl ich ganz bei Firoz bin, was er sagt über den Missbrauch dieses Begriffes, die Dehumanisierung, um sich Ziele herbeizudefinieren. Aber ich glaube, wir sollten hier das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Dritter Punkt. Hier war der junge Kollege, der auf Englisch argumentiert hat und sagte zum Beispiel, vermisste, dass hier überhaupt noch mal nur ein Wort zu Assad gesagt wird. Da muss ich sagen, in meinem Eingangsstatement habe ich ganz klar Position zu Assad bezogen. Ich glaube, da haben wir überhaupt kein Problem. Und an einem Punkt bin ich vollkommen anderer Meinung. Jetzt einfach zu sagen, der Unterschied ist, 2003 ging es um einen Diktator und 2011 ist es revolutionär gewesen, ist einfach falsch. Der Konflikt in Syrien hat tatsächlich angefangen, glaube ich auch, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, ich glaube auch, es hat tatsächlich angefangen, ganz am Anfang als Aufstand gegen einen Diktator und dann ist es innerhalb von wenigen Monaten zu einem Stellvertreterkrieg geworden, bei dem der Iran und Russland und Saudi-Arabien und die Türkei und die NATO und die USA im Speziellen alle ihre jeweils eigenen Interessen hatten und da war es kein revolutionärer Konflikt mehr. Deswegen ist das aus meiner Sicht eine vollkommen falsche Analyse über den jetzigen Konflikt in Syrien. Zwei Punkte noch. Ganz am Anfang war die Frage von Agnes. Jetzt sind es ja mehr Warlords auch, das sind doch oft Bürgerkriege. Ich glaube aber, das macht für uns als Friedensbewegung keinen Unterschied. Denn die Frage ist doch immer, also auch wenn es ein Krieg von Land A gegen Land B war, haben wir uns ja nicht auf eine Seite gestellt, sondern wir haben gesagt, nicht kriegerisch auseinandersetzen. Und die Frage, die wir uns hier doch stellen müssen, ist, was ist die deutsche Rolle? Was ist die deutsche Rolle? Und auch in einem Bürgerkrieg, wenn die Deutschen da Waffen hinliefern, dann können wir diese deutsche Rolle angreifen. Also ich glaube, so stark verändert sich das nicht. Und dann bin ich beim letzten Punkt. Ich fand das ganz super viele Beiträge hier zu der Frage, was ist eigentlich, wie können wir Leute mobilisieren, was ist der Grund. Ich fand diesen Punkt mit der Meinungshoheit ganz wichtig, dass wir hier wieder eine Meinungshoheit gewinnen müssen. Ich bin da eigentlich optimistisch. Das, was ich da vorhin gesagt habe, das war gar nicht negativ gemeint. Ich glaube nur, dass wir im Moment noch nicht da sind, dass wir die Meinungshoheit haben und vielleicht es im Moment auch noch nicht schaffen, aber ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg dahin. Denn ich glaube, wir haben Punkte mittlerweile, wo wir den Menschen hier in Deutschland auch das Gefühl wieder vermitteln können, ganz im Sinne des letzten Redners, wir können das gewinnen. Wir können die deutschen Waffenexporte stoppen und wir können dafür sorgen, dass deutsche Soldaten nicht wieder nach Afghanistan geschickt werden. Das können wir gewinnen, da glaube ich fest dran. Und deswegen, ja, ich freue mich eigentlich auf die Debatte der nächsten zwei Tage, wie genau wir das gewinnen können.
A lot of interesting questions. Let me be clear. I'm not saying we are misusing the word terrorism. What I'm saying is we are censoring ourselves in how much we cover on that. Take, for example, 10 days ago, the US killed 150 people in Somalia. Why? Because they wanted to make sure they could defend their military base. But why is there a military base in? Okay. That, to me, is an act of terrorism. If our governments send arms or troops or other forms of intervention into other countries in which civilians become the victims, those are acts of terrorism. I think we should be absolutely clear about that. I think that there is a tendency amongst many of us that when we talk about dictators, we assume we have the right to overthrow them. In other words, you take agency away from our citizens. And I think the point that was made about Egypt is a very important one, because we can act in solidarity with movements, with citizens, without seeking to take away their agency, to assume that we are empire, that we can decide who rules where. What we need to do here in Europe is to turn our attention to our rulers and say, why are they supporting these despots? And it's our role here. It's not going over there. It's fighting it here, I think, is the essential element in that. And then it comes to the question of dehumanization. And I think this is a really fundamental point, because we have to learn to rehumanize ourselves, because we have been responsible for participating in a dehumanization of others. And that then leads us to the question of how do we create, what do we mean by peace? And I have this problem about defining peace as merely the absence of violence. It has to be more than that. And I think one of the first preconditions for that has to be the creation of conditions where people can now determine their own future, that they can reclaim their own humanity. That is the basis upon, without that, no peace will succeed. And I think that relates, that's my last comment, to this issue about the building of a peace movement. For too long in Europe, we've talked about a peace movement as being an anti-nuclear movement or an anti-war movement, but it has to be more than that. It has to be about creating the conditions for rehumanization, for allowing people to do that. Because that means we can no longer be single issue fighters. We have to expand. I mean, look, it's not just our states which are becoming terrorists, it's transnational corporations which are involved in that. Take the Canadian mining corporations in Africa who've been killing people. Those are acts of terrorism. Take what's happened in Honduras just these last 2 weeks. Who do you think is responsible? With the big Canadian mining companies there, you think they're neutral on this matter? I think we have to be quite clear about the fact that we have to build something more than just an anti-war movement. A peace movement has to be bigger and more profound than that.
Ja, die Frage nach den Utopien, nach den Friedensutopien, nach den Projekten für die Zukunft, die stelle ich in eigentlich jeder meiner Arbeit, in jedem meiner Projekte, und die Antworten sind auch immer die gleichen. Sie sind immer sehr allgemein, wenig konkret, und man spürt auch wenig Lust, sich mit Utopien, mit Zukunftsentwürfen zu beschäftigen. Und das, glaube ich, hat was damit zu tun, dass man, wenn man das tun möchte, sich mit Utopien beschäftigen, dass man dann Zusammenhänge kennen muss. Und dieses Zusammenhänge kennen in einer Welt, die immer komplizierter, scheinbar komplizierter wird, ist wahrscheinlich heute eine andere Situation als nur in den 80er Jahren, wo es zumindest einfacher schien. Und wer Zusammenhänge erkennen möchte, muss Lust am Politischen haben, muss sich politisieren. Auch das ist eine andere Zeit heute. Es gibt eine große Unlust am Politischen, die sogenannte Politikverdrossenheit. Wer daran schuld ist, wiederum, das ist dann ein Thema für den ganzen Abend. Aber diese Unlust, eben sich mit dem Politischen zusammen zu tun, mit denen, die politisch denken, die politisch aktiv sind, was dazu führen würde, dass man über Utopien reden kann, hat auch was damit zu tun, dass ganz viele eben im kleinen, eigenen Krieg sind, im Krieg des Überlebens, im Krieg des, wie komme ich überhaupt vor, in dem Krieg, wie kann ich aus meiner prekären Situation rauskommen. Es sind immer mehr, die diesen Krieg kämpfen. Und diese Zusammenhänge klar zu machen, das wird unsere Aufgabe sein. Das ist die Aufgabe, dieser kleine, schmutzige, neoliberale Krieg, der geführt wird, der natürlich was mit den großen Kriegen zu tun hat, diese Verbindung herzustellen, das zu erklären, das auch sinnlich erfahrbar zu machen, den Baden-Württembergern zum Beispiel zu erklären, dass dieser schöne Arbeitsplatz am Bodensee, der dazu führt, dass Waffen hergestellt werden, die dann dazu benutzt werden, um wiederum Großkonflikte anzuheizen und die dann wiederum Fluchtbewegungen ausüben und dann dazu führen, dass eine Gesellschaft sich spaltet in die, die an der sogenannten Willkommenskultur teilhaben und denen, die Molotow-Cocktails schmeißen oder bei Pegida demonstrieren gehen. Diese Zusammenhänge herstellen, das ist die ganz große Aufgabe, denn ich habe immer wieder das Gefühl, egal wo ich arbeite oder mit welchen sozialen Gruppen ich zusammenkomme, man weiß ganz wenig darüber, und das neoliberale Brainwashing hat eben seinen Erfolg, das können wir nicht leugnen. Es sind 40 Jahre Arbeit, kontinuierliche Arbeit von Thinktanks, von Medien, von allen möglichen Leuten. Es sitzt ganz fest drin in ganz, ganz vielen von uns, dass wir den Fehler bei uns suchen und nicht an Strukturen, nicht an Organisationen, nicht an Systemen, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, um irgendwann den Output wieder zu haben oder die Energien freizusetzen, die eigentlich da sind. Und da bin ich auch sehr positiv gestimmt. Ich glaube auch, dass so etwas wie eine Protestenergie da ist, auch in linker Hinsicht, auf der linken Seite. Wir müssen einfach weitermachen, Zusammenhänge klar machen und diese Verbindungen aufzeigen. Und dann bin ich auch überzeugt davon, dass es in naher Zukunft zu einer größeren Bewegung kommen wird, als es jetzt den Anschein hat. Thanks very much. That was extremely interesting and very valuable for me to hear your comments and this kind of debate that's taking place here. So just comment on a few of the questions to me. On Brexit, Brexit will only be a disaster for the left and for Britain as a whole. Brexit will mean a turn to the right in Britain, a strengthening of the far right, of the xenophobic and racist forces. That's the reality of a Brexit. There are some on the left who argue for it because of the neoliberal character of the EU, and I absolutely accept all the criticisms. I very strongly criticise the EU, you know, ever since Maastricht criteria and all that kind of thing. But if anyone thinks that leaving it will somehow strengthen the left, then they're very much mistaken. Apart from anything else, the idea of Britain not being part of free movement of peoples would be just a nightmare. Who would want to live in Britain in that kind of situation? The free movement of people is a fantastic, positive thing, and we in Britain on the left want to be part of that. And I, amongst many others on the left, including people like John McDonnell, the shadow chancellor of the Labour Party and so on, support the radical left Remain campaign, which is called Another Europe is Possible. So that's that.
It's very good to hear from the colleague from the International Physicians Organization. I'm pleased to say that the British section of the that international organization was one of the supporters of the Stop Trident demonstration two or three weeks ago. So we have a big level of interaction with the physicians organization in Britain. I would say that by and large, MPs are aware of the levels of loss. I think there's quite a high level of understanding of what those wars have meant in humanitarian terms, in death terms, but those concerns are for many superseded by the question of Britain's standing in the world as they see it being enhanced by going to war, and also by the kind of softer option, which still arrives at the same conclusion, that is, well, we have to do something. You know, there's always this, oh, well, we have to do something. We can't stand by while these terrible things are happening. Bizarrely coming to the conclusion that the something you have to do has to be bombing. So that's one of the problems we have with the MPs. On this one colleague said something which suggested that he thought that the peace movement in Britain didn't oppose all military intervention in the Middle East. That's certainly not the case for the peace movement in Britain. We absolutely oppose all military intervention in the Middle East. We do focus on our government's policy. You know, as an organization in Britain, that is where we can have the most effect. So we concentrate on opposing British intervention. But I should say that kind of criticism has been used recently. It's been used to attack the Stop the War Coalition in particular, sort of suggesting that somehow they are apologists for Putin and Assad, which of course isn't true. But unfortunately, that has actually been used as a means of attacking Jeremy Corbyn. I mean, I don't know if it comes across in the media here, but the scale of attack on Jeremy Corbyn from the media, not just the right-wing media, the whole of the media, and goodness knows what, the whole of the establishment. One of the things they say, oh, he's friends with terrorists, you know, and all that kind of thing. So we have to be very alert to those kind of attacks on the peace movement as an excuse for attacking Jeremy. And then finally, just to say something about the Trident issue and the mobilization, because Jan mentioned that at the start. One of the colleagues in the audience said that he thought it was the Jeremy Corbyn factor. There's an element of that, but that is certainly by no means the whole factor. I think there are just a couple of things, if you'll indulge me, Christina, just to outline them. One is the timing of it, because this year Parliament will have a vote on whether or not we spend vast amounts of money on a new system. So people feel that they have an opportunity to stop that happening and to actually bring about a change in policy. So it's not just an abstract thing, oh, we don't like nukes, we're going to go on a demonstration. There's a purpose to it. And because public opinion is very strongly against now, people feel that we can win. And there are two key reasons why people are now so against. One is the cost of the replacement, which would be, quick calculation, probably around about 200 billion euros. You know, so it's a very large amount of money. And it's been a particular factor for people since we've had governments committed to austerity policies and cuts. So our most popular T-shirt, you know, ever probably has been the NHS, i.e. National Health Service, not Trident. You know, all the people whose libraries are being closed and nurseries and all that sort of thing, they make that equation. And so that's why there's a huge popular support. I mean, on that recent demonstration, it was one of the most working class anti-nuclear turnouts that we've probably ever had because of the link to the cost and cuts thing. And the other key reason why people have changed their minds is on security grounds. You know, people now feel that they make us less secure, they make us a target, and also that even by the government's own assessment, it doesn't meet any of our security challenges, which our government has assessed as terrorism, climate change, health pandemics and cyber warfare. Well, you know, Trident is completely irrelevant and people don't want their money spent on it. So it's easy to see how you could have a big mobilization when there is that opportunity. And just to conclude, I mean, I don't
sort of picked up something about who should be in the movement or something. I don't know what debates or issues are going on here. But just to say, the demonstration was organised by CND, my own organisation, which is the kind of historic anti-nuclear movement in Britain, but it was supported by 40 national organisations, not just anti-nuclear things, anti-cuts organisations, faith communities. I mean, we had bishops on the demonstration, you know, Protestant, Catholic, and all that sort of thing. Also, Muslim organisations supporting faith leaders on the demonstration, trade union leaders, and all that sort of thing. And, I mean, we don't all have to agree with each other on that issue. That's certainly the case, because we have generals, military generals, who support CND now, because they say we shouldn't be wasting our money on nuclear weapons. They say that because they want more money spent on conventional weapons, but we are not turning them away. You know, personally, I don't really care why people are opposed to nuclear weapons, what journey they've been on to come to that position, you know, as long as we can build that. And I think we are building a new political consensus. On that demonstration 3 weeks ago, we had four party leaders, not only Jeremy Corbyn, but Nicola Sturgeon, the First Minister of Scotland, the leader of the SNP, the leader of the Welsh National Party, and the former leader of the Green Party. You know, so a new political consensus is being forged, not on the basis of being left, but on the basis of being a very broad alliance across society. Thank you.